Ich grüße euch aus dem Centre Charlemagne in Aachen. Wir hatten heute eine wunderschöne Veranstaltung zum Thema Europa mit Gästen aus den Niederlanden, Belgien und aus Deutschland. Und es war ein sehr, sehr angeregtes Diskussionsumfeld mit sehr vielen tollen Ergebnissen. Und einige davon möchte ich euch nicht vorenthalten und lasse einfach mal die Mitglieder zu Wort kommen, so wie es sich gehört. Und würde mich freuen, wenn ihr einfach mitbekommt, dass man dadurch auch die Möglichkeit hat, in Europa durchaus noch seine Stimme irgendwo einzubringen und mitzumachen an diesem Projekt Europa. In diesem Sinne wünsche ich euch viel Spaß mit den Eindrücken. Ich hätte jetzt auf Anhieb keinen. Eigentlich, dass der Bürger mehr mit einbezogen wird. Das wäre mir ganz wichtig. Nicht, dass immer da entschieden wird und wir sollen machen oder auch nicht. Also, ich freue mich auf den 6. Mai und das ist also eigentlich meine Botschaft, dass die EU den Bürger mitnimmt. Ja. Dankeschön. Gerne. Das eine tun und das andere nicht lassen. Also sich um die EU im Inneren kümmern, dass wir politisch schlagkräftiger werden und auf der anderen Seite aber gucken, dass wir regeln, dass wir als EU Einwanderung legalisieren und Wege finden, sodass wir gemeinsam wachsen können. Oh ja, auf den Weg geben würde ich Ihnen, Europa muss schauen, dass es nicht ein Projekt der Eliten bleibt, sondern auch niederschwellige Angebote schafft, weil sie auch die Bevölkerung mitnehmen muss. Sonst sehe ich die Gefahr, dass die ganzen tollen Impulse, die von Europa ausgehen, überhaupt nicht umgesetzt werden können, wenn die Bevölkerungen der unterschiedlichen Länder auch nicht mitziehen. Ich würde zwei mitgeben. Gebt die Europäische Union nicht auf. Kämpft für dieses Projekt, dass es wert ist, dass lebenswert ist, dass sozusagen den Menschen Freiheit, Sicherheit, Rechtsstaatlichkeit seit 70 Jahren gibt. Und stärkt die Euregios, stärkt sozusagen die grenzüberschreitende Zusammenarbeit als ein Europa im Kleinen. Da wächst Europa. Das, was wir momentan für einen Status haben, das ist erst der Anfang. Es kommt noch viel mehr.